In diesem Video zeige ich Ihnen, wie Sie mit einem einfachen Hilfsmittel den nahezu optimalen Einstiegszeitpunkt in einem Markt, in einem Crash, in einer Korrektur ausfindig machen können. Um langfristige Positionen zu kaufen, gibt es gute und es gibt aber auch schlechte Zeitpunkte. Wenn Sie sich als langfristiger Investor an die folgenden Regeln halten, dann werden Sie aber niemals zu einem schlechten Zeitpunkt in einen Markt einsteigen und Ihre Position aufbauen. Sie werden es nicht schaffen, immer den wirklich optimalen Zeitpunkt zu erwischen. Langfristige Investoren, die müssen auch mal einen Schmerz aushalten. Und wenn Sie das nicht wollen, dann sollten Sie sich eher kurzfristiger ausrichten. Zum Beispiel, ich verlinke mal hier oben, ich hatte zuletzt ein Webinar gehalten zum Thema Vermögensaufbau mit Swing Trading. Gucken Sie sich das an, wenn Sie nicht so ewig lang investieren wollen, können oder einfach den Schmerz nicht aushalten möchten. Kommen wir zur Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie Sie vorgehen können für den perfekten Einstieg. Als allererstes brauchen Sie eine Chart-Software, mit der Sie sich den VIX anzeigen lassen können. Und also der VIX gilt für den S&P 500 für US-Märkte und das Pendant ist der VDAX New, den gibt es für den DAX. Ich beschränke mich hier mal mit dem Blick auf den VIX-Index. Sie können sich das Ganze aber auch am VDAX New anschauen. Funktioniert nach der gleichen Methodik, beziehungsweise da muss man sich den Markt einfach mal anschauen. Und das ist ja das Gute. Wenn man sich selber etwas anschaut, dann lernt man einfach am meisten und dann hat man oder dann findet man auch das Vertrauen in einen Markt. Also, gute Chartsoftware, mit der wir uns den VIX anzeigen lassen können. Ich nutze immer TradingView, sehen Sie in allen meinen Videos und TradingView verlinke ich einmal unter diesem Video, wenn Sie die Chartsoftware testen möchten, dann machen Sie das. Denn man kann TradingView für 30 Tage kostenlos testen und nach ein paar Tagen bekommt man ein Angebot, ich glaube 30% Discount auf die jährliche Laufzeit, kosten so im Bereich 12, 13 Dollar im Monat. Es ist ein Affiliate-Link, das heißt, ich verdiene auch ein paar Dollar mit an der ganzen Sache. Der VIX, der ist ein Angstmesser. Der VIX zeigt die Marktschwankung an. Also es ist ein Volatilitätsindex. Ist die Schwankung am Markt hoch, ist der VIX möglichst hoch, dann heißt es, der Markt fällt. Und das ist ja schon mal grundsätzlich gut, wenn man langfristige Positionen aufbauen will. Das sage ich immer. Langfristige Positionen werden im fallenden Markt gekauft und nicht, wenn wir irgendwo schon eine ganze Zeit lang gestiegen sind. Der VIX zeigt Extremwerte an, das heißt Crashs. Und hier müssen Sie selber mal nachschauen. Der VIX zeigt natürlich nicht nur Extremwerte an, sondern er notiert immer mal auf sehr extremen Niveaus. Das heißt, dass wir dort tatsächlich Angst im Markt haben, dass wir dort Crash-Zustände haben. Ich habe das Ganze mal, ich zeige Ihnen das gleich mal wirklich direkt am Chart, habe ich mit einem VIX größer oder gleich 48 gemacht. Und das funktioniert schon ziemlich gut. Auch hier gucken Sie sich das selber mal an, testen Sie vielleicht ein bisschen rum, damit das für Ihre Bedürfnisse auch gut passend ist. Und dann stellen Sie sich einen Alarm. Und immer dann, wenn der VIX den Wert von 48 erreicht, dann klingelt es bei Ihnen und dann kaufen Sie den S&P 500 oder kaufen Sie einen S&P 500 ETF. Eine ganz einfache Geschichte. Und danach legen Sie sich schlafen, à la Costolani, ne, Schlaftablette nehmen und nachher hat man mehr Geld auf dem Konto. So lange, bis entsprechend der Wecker wieder klingelt.
Nun kann es aber natürlich auch sein, Märkte sind ja auch mal für einen längeren Zeitraum volatil. Und da ist es wichtig, dass man, ich sag mal, wenn man gerade letzten Monat erst gekauft hat, dass man dann nicht irgendwie ständig kauft, nur weil der VIX über 48 ist. Das ist eine ganz wichtige Sache. Und jetzt tauchen wir mal wirklich in die Praxis und schauen uns das Ganze am Chart an. So, und hier sehen wir den VIX Volatilitätsindex auf den S&P 500. Das ist ein Tageschart und wir sehen, dass sich der Markt gerne auch mal auf niedrigem Niveau aufhält. Das heißt, der Markt zum Beispiel steigt einfach nur leicht an. Und was uns aber interessiert, sind diese extremen Ausschläge. Da sehen wir zuletzt zum Beispiel hier 2020 den Corona-Crash. Wie es da abgelaufen ist, wissen wir alle, der Markt ist brutal gefallen. Wir sehen aber auch hier, der VIX hat mal zu dem Zeitpunkt einen Wert von über 80 eingenommen. Und hier, testen Sie das mal. Ich habe mal zum Beispiel getestet, mit einem VIX von 80 gab es bislang zweimal. Also so, ne, dass der VIX so stark angestiegen ist. Wenn wir uns mal hier angucken, ich habe mir bei 48, habe ich hier die Linie reingelegt und da haben wir 8 Events, wo der VDAX bzw. der VIX Extremwerte gezeigt hat. Und diese Marken, die schauen wir uns gleich natürlich auch mal im Chart an. Wie sah denn das dann tatsächlich im Chart aus? Wir sehen hier 2008 Bankenkrise. Ja, da hatten wir auch nochmal so einen deutlichen Überschießer, deutlich mehr Angst im Markt, aber dann auch einige Events, wo ziemlich genau diese 48er Marke angelaufen wurde. Ich habe das zurück mir angeschaut bis ins Jahr 1998. Soweit reichen hier meine VIX-Daten, beziehungsweise die reichen hier bis Anfang der 1990er Jahre. Da hatten wir aber nie so hohe Ausschläge. So, und jetzt schauen wir uns das mal am S&P 500 an. So, jetzt gucken wir den S&P 500 Future an. Und zwar das erste Mal, dass dieses Event aufgetreten ist, was wir uns eben am VIX angesehen haben, schauen wir uns jetzt hier am S&P an. Und zwar hier an dieser blauen Linie. Das war der 8.10.1998. Und wenn wir sehen, es hätte geklingelt, wenn wir dann gekauft hätten oder am nächsten Tag, wären wir wirklich ziemlich optimal in den Markt reingekommen. Danach, das ist weiter hier Tageschart, bam, 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 ging es erst einmal mehrere Jahre aufwärts. Beziehungsweise es kam auch wieder Abwärtsbewegung, muss man als langfristiger Investor aushalten. Hier geht es ja jetzt erstmal nur um die Einstiege. Dann hatten wir 2002, die Internetblase war geplatzt, die Dotcom-Blase. Und hier haben wir am 23.07.2002 hat der VIX wieder einen Wert von über 48 erreicht. Und auch hier sehen wir, dass das schon wirklich ziemlich im Bereich der nächsten Tiefs war, also beziehungsweise danach ging es zwar erstmal ein Stück weit seitwärts, aber es war ein ziemlich guter Zeitpunkt, um in den Markt einzusteigen. Und wenn wir weitergehen, ja, danach ist der Markt gestiegen, gestiegen, gestiegen und jetzt haben wir einmal 2008, Bankenkrise. Es gab einen richtigen Crash, der Markt war vorher gefallen, gefallen, gefallen und es gab das erste oder es gab das Signal, der VIX, Angst war hoch, ist über 48 gestiegen und der S&P hat hier leider das Tief noch nicht erreicht. Man wäre schon mal gut in den Markt eingestiegen, aber nicht optimal. Hier sehen wir den Einstieg im S&P bei einem VIX von 80. Auch da nicht optimal. Also auch auf sowas muss man sich einstellen. Aber der Zeitpunkt an sich war ja schon mal gut. Der Markt hatte ordentlich nachgegeben, aber eben nicht optimal. Dann schauen wir uns am 21. Mai 2010 an. Auch hier VIX war wieder über 48. Der Einstiegszeitpunkt war ziemlich gut. Als nächstes am 8. August 2011 und auch hier der Einstiegszeitpunkt war ziemlich gut.
Gehen wir weiter im Chart und dann 2015. Ein kurzer, schneller Abverkauf. Der Einstiegszeitpunkt war gut. Auch hier nicht optimal. Ein paar Monate später gab es nochmal leicht tiefere Tiefs. Aber wenn man sich vorstellt, naja, Wecker klingelt, zack, ich kaufe Kostolani Schlaftablette nehmen und einige Jahre, ne, wir haben ja schon ein bisschen gekauft. Wir haben uns in der Zwischenzeit vielleicht immer ein bisschen Geld angespart, unter das Kopfkissen gelegt und dann, bam, es klingelt, das Schatzkästchen wird aufgemacht und wir laden weitere S&P 500 ETFs, laden wir wieder ein. Dann 2018 gab es auch Abverkauf. Auch hier der Zeitpunkt war ziemlich gut. Gehen wir weiter. 2019 neues Tief gemacht. Da gab es kein VIX über 48. Und dann kam zuletzt der Corona-Crash. Und auch hier nicht optimal vom Einstieg. Wir hatten uns zwar vom Hoch, war hier bei 3400 Punkten, hatten wir uns schon ein gutes Stück entfernt im Bereich 2900 Punkte. Dann kam das Kaufsignal und hier hätte tatsächlich der VIX über 80, der hätte hier wieder etwas besser funktioniert, da wären wir fast sogar am Tief eingestiegen. So, und jetzt aktuell, der Markt ist schon ein schönes Stück am Fallen und wie es jetzt weitergeht, wann der VIX wieder bam auf Anschlag steht und ob wir dann den perfekten Zeitpunkt erwischt haben, das ist schwer zu sagen, aber was eben wichtig ist, dass man sich schon mal den Wecker stellen sollte, denn es könnte fast jeden Tag soweit sein, dass der Markt anschlägt, dass wir Angst im Markt haben. Ein guter Zeitpunkt ist im Grunde jetzt schon, um langfristige Positionen aufzubauen, aber zum Optimieren könnte es vielleicht noch ein paar Tage dauern. Wenn Sie jetzt aber mehr als nur 8 Trades innerhalb von mehr als 20 Jahren tätigen möchten, dann müssen Sie zuerst einmal lernen. Das Ergebnis, ne, das will natürlich jeder möglichst schnell, möglichst sofort haben. Lernen will erstmal keiner. Das ist aber auch ein Grund dafür, dass mindestens 80% der Marktteilnehmer an der Börse ihr Geld verlieren. Und deshalb, wie erkennen Sie kurzfristige Signale? Und man kann das kurzfristig immer wieder am Markt sehen. Den Anfang eines Trends, Ende eines Trends kann man gut erkennen, kann man gut ablesen. Wichtig ist, wo steige ich ein? Wo setze ich meinen Stop-Loss? Wo steige ich wieder aus? Im Gewinn und natürlich auch im Verlustfall. Und wenn Sie das in der Praxis lernen wollen, dann tragen Sie sich für ein Strategiegespräch auf der Steinrücken-Akademie ein und dann sprechen wir mal darüber, ob bzw. wie ich Ihnen weiterhelfen kann.